Hallihallo und willkommen zu einer neuen Comic-Review. Heute ein bisschen allumfassend, wenn es um Green Lanterns Rebirth-Geschichten geht. Ich wollte jetzt einfach hier nicht die einzelnen Comics durchnehmen von Green Lanterns und Hal Jordan und das Green Lantern Corps, sondern das als allgemeine Story, also Comic-Reihe nehmen, weil die sind ja beide jetzt schon beendet. Schon auch nicht jetzt erst seit gestern, sondern schon eine Zeit lang. Es gibt ja schon zwei neue Green Lantern-Bände zu einer neuen Reihe jetzt. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal einen Senf zu den jeweiligen Reihen geben. Ja, fangen wir mal mit Green Lanterns an, weil ich das als erstes durchgelesen habe. Da haben wir ja Green Lantern, die dann auf der Erde spielen. Und dann haben wir halt ja Simon Bass und Jessica Cruz. Die haben praktisch, ist das ja so ein Buddy-Cop-Ding irgendwie zwischen den beiden. Die sind halt als Partner. Finde ich auch ganz gut. Funktioniert ganz gut charaktermäßig. Macht das echt Spaß. Simon auch so Probleme hatte. Problematisch mäßig. Also Charaktermomente ist das echt gut. So, Simon muss ein bisschen gucken, dass er von seiner Waffe loskommt, weil er hat ja immer eine Waffe dabei, weil er Angst hat ja, dass sein Ring ihn irgendwann einen Stich lässt oder beziehungsweise er sich selber mit seiner Willenskraft einen Stich lässt und dann braucht er halt mal vielleicht eine Waffe. Und darum muss er dann irgendwie lernen, dass er doch, weil das schwächt natürlich auch seine Willenskraft, sein Vertrauen in den Ring und so weiter. Und dass er das dann irgendwie bricht und ob er das schafft oder nicht, das lasse ich jetzt mal offen. Und auch Jessica mit ihrer eigentlichen Grundangst rauszugehen und Menschen eigentlich zu treffen, sie hat sich ja auch riesig entwickelt eigentlich jetzt bis heute. Und da ist sie eine riesen Heldin, irgendwie so Justice League dabei und so weiter und so fort. Und die beiden funktionieren einfach sehr gut, haben immer so ein Auf und Ab, auch als Partner zusammen irgendwie, finden die auch ihre Grenzen und wie viel machen sie wirklich zusammen und wo hört es dann auf irgendwie so, wo fängt die Freundschaft an und so weiter und so welche Thematiken. Und im Hintergrund spielen sich dann halt immer Sachen mit den Red Lanterns Arm, mit irgendwelchen Outlaws, mit Wächtern auch noch. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, dass mir diese Sachen, die sind nicht so spannend gewesen für mich. Also ich fand echt immer nur das interessant, was dann charaktermäßig mit denen los ist, weil ich finde die auch echt sympathisch. Also Simon und Jessica sind echt sympathische Charaktere, das muss man einfach so sagen. Die finde ich echt schön, die können echt gut zum Green Lantern Corps beigehören. Wir haben auch echt viele Menschen schon, ne? Also es gibt, glaube ich, keine Rasse, die so außerirdische Rasse, die so häufig vertreten ist wie die Menschen, ne? Dafür, dass es eigentlich damals hieß mit Hal Jordan, oh, das ist ja total seltsam. Ein Mensch kann auch keine Green Lantern werden. Haben wir jetzt Alan Scott kann man jetzt nicht so wirklich zählen, weil eigentlich ist er keine Green Lantern. Der hat ja sich irgendwie diesen Ring ja irgendwie selber kreiert. Irgendwie, ich habe das noch nicht richtig durchblickt, keine Ahnung. Falls jemand mir richtig die Story von Alan Scott erzählen kann so und ein bisschen Lust und Zeit hat, schreibt mir das mal ruhig in die Kommentare, wie er dann halt zu diesem Ring kommt und wie das da wirklich funktioniert. Ohne dass er halt wirklich eine Green Lantern ist von Green Lantern Corps. Theoretisch haben wir dann halt Hal Jordan, Guy Gardner, Jon Stewart, Kyle Rayner, Jessica Cruz und Simon Bass. 6 Stück haben wir da bis jetzt. Und wer weiß, also die Ringe suchen ja auch noch weiter. Da kann noch viel kommen. Und ja, das gefällt mir einerseits. Also ich würde mir einfach wünschen, dass auch andere Spezies auch so häufig vertreten ist. Ich finde, es wirkt ein bisschen ego. Mäßig, dass so viele Menschen da vertreten sind, habe ich das Gefühl. Irgendwie so vom Motto her, ja, die Comics sind von Menschen gestreht worden. Der Leser identifiziert sich auch mit einem Menschen eher als mit irgendeinem anderen Geschöpf. Aber es wirkt dann irgendwie so, als würden wir uns so darstellen, als wären wir total die heftigen Kreaturen. Eigentlich fand ich das sogar im Grunde ganz interessant zu sehen, so dass die das sogar seltsam fanden, dass ein Mensch der Green Lantern sein könnte, weil ein Mensch gilt jetzt nicht unbedingt als der größte Held oder so besonders, so, ne? Das fand ich sogar eigentlich eine gute Grundessenz und jetzt wirkt das irgendwie so, Menschen sind total besonders und so und die andere Rasse ist eigentlich eher so, ja, ihr könntet noch viel von den Menschen lernen, das gefällt mir nicht so wirklich. Obwohl mir die Charaktere trotzdem sehr sympathisch ist. Also ich will die jetzt auch nicht missen, so jetzt nicht, ne? Aber ich glaube, man könnte auch erstmal auf die Bremse drücken und erstmal andere, auch vielleicht auch mal eine Green Lantern-Reihe mit anderen Wesen machen, so, ne? Also, keine Ahnung. Ich hab jetzt die ganzen Kreaturen gar nicht im Kopf, so wie die alle heißen, Tomare oder Killerwalk, ich weiß nicht mal, wie Sinestros Rasse heißt. Da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von. Aber das würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr wünschen. Und das fehlte mir hier. Also, nee, das fehlte mir nicht hier, so meine ich das nicht. Aber so Hintergrundstory, also so von der Gewichtung her, was da wirklich im Hintergrund für Storys passieren, das fehlte mir ein bisschen. Und die sind auch zum Beispiel in meine Zeit gereist und so. Das war nicht so heftig. Der Reihe allgemein, also ich fand sie unterhaltsam, aber
Ich weiß nicht, also auch im Vergleich zu Hal Jordans Green Lantern-Reihe, stinkt sie auch sehr ab, finde ich. Also wer wenig Geld hat, würde ich auch echt raten, eher Hal Jordans Reihe zu holen als jetzt Green Lanterns. Außer natürlich, man hasst Hal Jordan und das Green Lantern-Korps und liebt Simon Bates, Jessica Cruz, dann ist das vielleicht auch so eine andere Sache. Aber ja, ich finde, Green Lanterns ist dann doch schon die schwächere Green Lantern-Storyline, ja, leider. Also ich würde dem Green Lanterns, also allgemein glaube ich, noch eine gute 8 von 10 geben, weil mir das an den Charakteren doch noch gut gefallen hat und mir die einfach sympathisch sind. Aber ich bin mal gespannt, was noch mit denen passiert. Ich habe bisher noch nicht mitbekommen, dass die irgendwie bei der Justice League oder bei den Green Lantern irgendwie noch groß mitkommen. Ich glaube, ich müsste, weil es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich Green Lanterns zu Ende gelesen habe, weil ich auch mir erstmal eine Pause gemacht habe und dann halt hier Hal Jordan's Green Lantern Corps gelesen habe. Und ja, ich weiß jetzt auch, also ich weiß nur, dass die eigentlich relativ friedlich dann so, ja, erstmal einfach ihren Weg weitergegangen sind. Aber was sonst noch mit dem passiert, ist jetzt gerade, glaube ich, auch erstmal unklar. Ich glaube, da gibt es bis jetzt nichts, zumindest auf dem deutschen Markt nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber da wird bestimmt auch noch was kommen, weil ganz ehrlich, sie sind ja eigentlich auch relativ billig. Also ich kenne viele, die mögen die auch sehr, sehr gerne. Ja, soweit dazu. Dann jetzt zu Hal Jordan, das Green Lantern Corps. Da muss ich echt sagen, das ist jetzt einfach mal, praktisch Spoiler zu meiner eigenen Meinung dann anstatt fürs Fazit. Ich finde einfach, das ist das Beste, was ich als Green Lantern-Reihe gelesen habe. Also ich muss sagen, ich habe bei New 52 habe ich die ersten drei Green Lantern-Bände gelesen, halt sprich das erste mit Sinestro dann und dann den Rest, also die bis zur dritten Armee. Dann habe ich da eine Lücke zwischen, weil der Rest halt nur als Heftformat gab und das habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Und dann halt das am Ende noch mit diesem Green Lantern Outlaw-Ding irgendwie, ne? Wo er ja diesen Handschuh als Green Lantern, Green Lantern Ring macht hat, so, ne? Und es war okay, aber es war nicht so berauschend vergleichsweise, ne? Und sonst kenne ich halt Blackest Night und dann kleine einzelne Stories von Green Lantern, die aber nicht so besonders sind, aber sonst war bis jetzt immer Blackest Night so das Größte. Ist vielleicht auch das wird auch, glaube ich, immer das größte Green Lantern Event sein, was wir bis jetzt so bekommen haben oder bekommen werden. Aber so als richtige Reihe fand ich jetzt Hal Jordan, also im Vergleich zum New 52 halt, fand ich das sehr gut. Also das war jetzt, wie schon gesagt, das gefällt mir auch viel besser als die Green Lanterns Reihe, weil es einfach wuchtiger ist, viel bedeutsamer halt für die Green Lanterns generell. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir hier halt alle Green Lanterns haben. Wir haben hier erstmal das ganze Korps. Und wir haben hier halt, ja, Kyle, Hal, Guy und John. So, ne, wir haben halt nur Simon und Jessica nicht, aber die sind ja halt auf der Erde, ne. Und sonst haben wir halt hier alle Green Lanterns, ne? Das ist halt, das gefällt mir halt richtig gut, so, ne? Dass wir dann, ich habe hier sogar echt Momente, wo ich Guy Gardner cool finde. Und das heißt was, weil Guy Gardner ist nicht gerade der sympathischste Green Lantern. Also er ist mir sogar, in meinen Augen ist er sogar der, mein unbeliebtester Green Lantern, so, ne? Mein Lieblings-Green Lantern ist außerdem Kyle Rayner. Also jetzt mal so nebenbei, schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, welcher Green Lantern euer Lieblings-Green Lantern ist. Obwohl, ja, Jessica ist mir nicht mein Lieblings-Green. Charakterlich ist sie nicht meine Lieblings-Green Lantern, aber sie ist halt Jessica. So. Mehr kann, werde ich nie sagen. So, aber Kyle Rayner finde ich einfach so vom Charakter. Er ist halt auch ein Künstler und freilebig. Irgendwie ist er mir so am sympathischsten, ne? Und ja, also ich finde immer so, John ist halt militärisch und ich habe nicht so viel mit Militär zu tun. Ich bin nicht gerade militärisch. Guy ist immer der Schlägertyp, so, das ist auch so. Das ist für mich das Unsympathischste. Obwohl es manchmal notwendig ist, also finde ich auch, irgendwo ist es mal notwendig so. Und Hal ist irgendwie so sturköpfig. Ich weiß nicht, wie man ihn sonst beschreiben soll. Was auch irgendwo gut ist, weil sonst könnte er die ganzen Sachen, die er getan hat, er gilt ja als die größte Green Lantern, nicht tun, wenn er nicht sturköpfig wäre. Ne? Aber das ist schon wahr, aber allgemein ist es halt Kyle mir irgendwie am sympathischsten, so fett. Und ja, hier haben wir es halt, es fängt halt schon richtig gut an mit Sinestro, der halt einen eigenen Planeten da aufgebaut hat und seiner Tochter dann halt ja sein eigenes Königreich praktisch aufgebaut hat. Und ja, man merkt aber schon, dass seine Tochter aber nicht so richtig einverstanden ist mit das, was ihr Vater mit den ganzen Sachen macht, hier mit den Yellow Lanterns. Und, ja, also mit den Sinestro Corps. Und dann kommt es halt darauf, dass das Green Lantern Corps und Sinestro Corps sich gegeneinander stellen. Und ja, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber wir haben hier echt einen großen Sprung, wo es dann halt wirklich zu besseren Zeiten zwischen den Sinestro Corps und den Green Lantern Corps kommt.
was mir echt gut zugesagt hat. Also wie schon gesagt, also hier finde ich sogar, dass Geigartner mit einer anderen Yellow Lantern praktisch sogar das beste Beispiel von diesen besseren Zeiten sogar darstellt. So, sein Werdegang da in dieser Storyline fand ich sogar echt gut. Und Guy Gardner muss hier auch einige Sachen auch zum Ende hindern mit seinem Vater, weil sein Vater war ja früher auch, hat ihn ja auch geschlagen und so weiter, auch viel verarbeiten. Und man möchte ja auch echt einfach mehr dann lesen, was mit Guy Gardner da weitergeht. Das fand ich echt überraschend gut, dass ich da Interesse an Guy Gardners Leben hatte. Das fand ich echt gut. Und auch Kyle Rayner, der ja auch noch als White Lantern da so umherzieht, der auch hier sich dann weiterentwickelt und dann halt hier sagen, wenn man sich nicht groß entwickelt, so charaktermäßig, aber dann halt einfach trotzdem, wenn zum Beispiel Orion, also wir haben ja auch ein bisschen was mit New Gods oder Zod kommt auch hier vor, wenn es um Orion geht, leistet er einen sehr hohen Trick. Also das muss man echt sagen, da haut er richtig rein. Da braucht man echt Willenskraft für, was er da tut. Das fand ich sehr gut. Jon Stewart als Anführer des Green Lantern Corps funktioniert auch ganz gut. Schwirrt am Ende natürlich ein bisschen so, ja, da wird sich halt etwas Altes wieder neu erheben, sagen wir mal so, ohne jetzt viel zu spoilern. Hört sich eigentlich jetzt bombastischer an, als es ist. Etwas Neues, etwas Altes wird sich erheben, aber etwas Altes wird sich halt einfach wieder neu einreihen, so. Was John mit dem John dann arbeiten muss, aber John so als Green Lantern Corps Leader finde ich hat sehr gut funktioniert, auch wegen seiner militärischen Art und er weiß halt einfach, wie man Soldaten führen muss und wie man militärische Strategien durchführt. Das passt natürlich auch alles, ne? Und Green Lantern einfach als den Soldaten, den man eigentlich so schnell wie möglich immer rausschickt, weil er einfach mal so das meiste schaffen kann, so, ne? Und hier haben wir dann auch so Sachen, also wenn man sich dann so anguckt, wie schon gesagt, wir haben halt eine Gruppierung hier mit vielen Charakteren, jetzt kommen ja auch Killerwalk und Tomatu haben ja auch sehr wichtige Sachen, also ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube, der Sohn heißt Tomatu und der Vater hieß Tomare. Oder war das andersrum? Ich weiß es jetzt gerade nicht hundertprozentig. Aber der spielt dann auch noch eine wichtige Rolle hier. Und auch noch alte Wesen kommen dann auch noch dazu. Interessant ist dann aber auch noch mit älteren, bekannteren Schurken. Zum Beispiel, wie schon gerade angesprochen, Zod. Zod baut sich hier eine eigene Welt auf mit seiner Familie. Ich wusste gar nicht, dass er einen Sohn hat. Keine Ahnung. Aber den hat er. Und mit der und seiner Frau baut er sich da eine eigene Welt auf. Und ja, da sind die Green Lantern natürlich und kennen ihn ja natürlich als Supermans Gegner und riechen da natürlich nichts Gutes. Aber ist auch interessant, was so mit Zod so passiert. Ich finde ihn ehrlich gesagt nicht den interessantesten Gegner, beziehungsweise generell den interessantesten Charakter. Aber ist trotzdem nett, das mitzuerfahren. Oder auch hier Hammond, der Typ mit dem Riesenhirn. So, ich denke immer so, das ist der MODOK aus dem DC-Universum. Aber der tut ihn hier auch schon ein bisschen leid. Also wenn man ihm manchmal irgendwelche Narkose sieht und jetzt generell seine Gestalt an. Man hat auch echt Mitleid mit ihm, was er einfach durchmachen musste, weil er auch so viel Scheiße gemacht. Aber er versucht theoretisch hier auf seiner gequirlten Art und seiner seltsamen Auffassung Gutes zu tun und sich für Hal Jordan zu beweisen. Also eigentlich ist ihm alles egal. Er will halt einfach nur Hal Jordan sich beweisen. So, ne? Und ja, das macht echt viel Spaß. Ich muss sagen, am Ende hin so, auch wenn das mit Zod zum Beispiel interessant war, oder auch dann am Ende noch mit einer ganzen Garde, die versucht, das Green Lantern Corps zu stürzen, war interessant. Hat auch Gruppierungen zusammengebracht, die mir Spaß gemacht haben, aber zum Ende hin wurde es etwas schwächer als am Anfang und in der Mitte. Aber trotzdem, allgemein fand ich es sehr gut, hat mich sehr gut unterhalten, hat mich auch wieder ein bisschen zurückgebracht, dass ich mir dachte so, oh, Green Lanterns können auch ganz cool sein, weil ich bin persönlich jetzt nicht der größte Green Lantern-Fan. Also ich bin da doch wesentlich mehr bei Flash oder Batman dabei, als bei Green Lantern. Also ich finde interessant, aber da Hal Jordan zum Beispiel auch jetzt immer überwiegend die Hauptfigur bei den Green Lantern ist und er mir nicht der sympathischste Charakter ist, im Vergleich zu anderen, er ist jetzt trotzdem sympathisch, aber im Vergleich zu anderen nicht der sympathischste Charakter ist, habe ich dann manchmal meine Schwierigkeiten bei Green Lantern. Aber die hat mir sehr Spaß gemacht und kriegt eigentlich auch von mir so mit meinen ganzen Aussagen auch locker eine 9,5 oder 10 von 10, einfach so, je nachdem wie man es sieht. Also als allgemeine Reihe würde ich vielleicht nur eine 9 von 10 geben, aber wenn man das wirklich in einem Green Lantern Kosmos sieht, auch das, was ich gelesen habe, und wie ich schon gesagt, weil ich auch einfach finde, dass es im Vergleich zu New 52 auch eine viel bessere Reihe ist, also kann ja auch sein, dass ich dann noch mehr lesen muss, und New 52 vielleicht ist
ich weiß nicht, ich habe es einfach jetzt hier besser empfunden. Und dafür wäre es dann eigentlich eine 10 von 10, so, ne? Vom Motto her, wenn es halt schon so nahezu das Beste ist, was man in dem Bereich gelesen hat, ist es in dem Genre, in dem Bereich dann halt eine 10 von 10. Ja, also eine riesen Leseempfehlung für beide Reihen eigentlich so allgemein. Als Green Lantern-Fan solltet ihr die sowieso schon gelesen haben wahrscheinlich. Aber ich würde trotzdem eher dazu raten, dass ihr hier Hal Jordan und Green Lantern Corps lest, als dass ihr Green Lanterns liest, wenn ihr halt, ja, euch für irgendwas davon entscheiden müsstet. Aber wenn ihr alles lesen könnt, dann lest einfach alles. So, ja, aber das soweit von mir. Mir haben die Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, ob ihr die gut findet. Welche von den beiden findet ihr besser? Welchen Story-Arc da drin fandet ihr am interessantesten? Welche ist euer Lieblings-Green Lantern? Das würde mich halt auch sehr interessieren. Macht vielleicht auch mal so ein Ranking. Und das soll es dann soweit von mir mit diesem Video gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.